Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir leben ja heute in einer digitalen Welt und wir sind es gewohnt, für jedes Problem eine App zu haben, die uns eine Antwort auf Fragen liefert. Und so ist es auch in der Richtbohrtechnik. Der Richtbohrer verlässt sich auf seinen Computer und lässt sich da anzeigen, wo seine Bohrung gerade im Untergrund verläuft. Und normalerweise glauben wir das so, wie es angezeigt wird. Es ist allerdings so, dass das durchaus nicht immer exakt sein muss. Beispielsweise müssen wir ja erstmal Messwerte aufnehmen. Wir messen in bestimmten Abständen entlang der Bohrung immer wieder die Neigung der Bohrung und die Himmelsrichtung. Und diese Werte sind natürlich fehlerbehaftet. Es gibt keine perfekten Messungen. Alle Messungen haben immer eine gewisse Genauigkeit. Und damit müssen wir leben. Und diese Werte, die schon von Natur aus etwas fehlerbehaftet sind, die geben wir jetzt in den Computer ein und der Computer berechnet daraus den Bohrungsverlauf. Aber auch hier gibt es wieder ein Problem. Wir haben ja in bestimmten Abständen Messpunkte. Ich habe hier mal zwei Messpunkte mitgebracht, einen blauen und einen gelben. Und die Pfeile zeigen uns die Neigung und die Himmelsrichtung, die wir an den beiden Messpunkten gemessen haben. Und dazwischen ist die abgebohrte Distanz zwischen den beiden Messpunkten. Und hier ist wieder ein Problem. Je nachdem, wie wir den Bohrungsverlauf zwischen den beiden Messpunkten annehmen, ob er eher gerade oder eher geschwungen angenommen wird, ergibt sich für die untere Kugel, für den zweiten Messpunkt, immer eine unterschiedliche Bohrungstiefe. Und so ist es auch im Computer. Der Computer weiß ja nicht, wie der Bohrungsverlauf zwischen den beiden Messpunkten ist, sondern er muss sich darauf verlassen, was ihm der Programmierer einprogrammiert hat. Und dafür gibt es tatsächlich in der Literatur ganz verschiedene theoretische Ansätze. Und je nachdem, was der Programmierer am besten findet, nimmt er das eine oder andere oder noch andere Modell. Und das hat zur Folge, dass je nachdem, welche Theorie in dem Computerprogramm hinterlegt ist, sich etwas verschiedene Bohrungsverläufe ergeben, so wie das hier in den verschiedenen Farben dargestellt ist. Jetzt kann man vielleicht denken, dass das für eine einzige Bohrung doch völlig belanglos ist, ob wir ein paar Meter weiter oben oder ein paar Meter weiter unten oder links oder rechts sind. Aber es gibt ja in vielen Teilen der Welt auch Bohrinseln, von denen bereits Dutzende von Bohrungen abgeteuft worden sind. Und wenn man jetzt in diesem Gewirr von Bohrungen noch eine neue Bohrung abteuft, muss man aufpassen, dass man keine der produzierenden bestehenden Bohrungen trifft. Und dadurch zu navigieren, ist durchaus eine ziemlich herausfordernde Sache, die man schon fast mit dem Fliegen, mit dem Berufsleben eines Piloten vergleichen kann, der ja auch nirgends auf Kollisionskurs mit anderen Flugzeugen gehen darf. Und dieses Problem der Navigation in der Richtbohrtechnik kann sehr komplex werden und das versuchen wir unseren Studenten in der Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 nahezubringen. Und wenn euch das interessiert, dann kommt ihr dazu. Wir freuen uns auf euch hier in Freiberg. Glück auf!